Commander Shepard, haben Sie kurz Zeit? Officer Knowles. Kann ich Ihnen helfen? Jordan Knowles, E-Verbrechen. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Commander. Ein Saboteur hackt wichtige Systeme. Energie, Kommunikation. Es ist schlimm. Falls Sie Zeit haben zu helfen, überprüfen Sie bitte diese Konsole. Ich hab's. Sieht aus wie eine Sammlung von Zugangscodes. Es sind batarianische Diplomatencodes aus der Zeit, als Sie noch eine Botschaft auf der Citadel hatten. Falls Sie sie mit Ihrem Spectre-Zugang finden, kann ich sie deaktivieren. Ich kann im Spectre-Büro in der Botschaft auf gesperrte Informationen zugreifen. Wenn ich was finde, gebe ich Ihnen Bescheid. Ja, sehr gut. Wir müssen das Gesetz durchsetzen. So wie immer. Sonst geht alles vor die Hunde. Sehen Sie sich mal Pelleran an, mein Freund. Wir sind in der Hölle. Wir sollten nach Terroristen suchen. Der Rest kann sich um sich selber kümmern. So wie die Schlägereien, die Betrunkenen und die Randalierer da unten bei diesem Purgatory-Laden? Wenn wir uns darum kümmern, gewinnen wir dann den Krieg? Die Leute müssen jetzt ein wenig Dampf ablassen. Und wenn Vergehen nicht mehr geahndet werden, was hilft das dem Krieg? Je weniger Zeit mit Kleinigkeiten vertrödelt wird, desto mehr Geld hat die Citadel für die Verteidigung. Jeder auf der Citadel weiß mittlerweile, dass wir im Krieg sind. Sie müssen allen zeigen, dass C-Sicherheit nach wie vor am Ruder sitzt. Dieses Sicherheitsgefühl ist wichtig. Der Commander hat recht. Die Leute müssen jeden Tag zur Arbeit erscheinen. Wir müssen den Betrieb am Laufen halten. Ansonsten wird aus der heutigen Barschlägerei morgen ein Straßenaufstand. Ja, vielleicht haben Sie recht. Aber im Moment natürlich. Kommt mir alles so unwichtig vor. Natürlich habe ich recht. Das ist problematisch. Wir müssen irgendwie die Wärmeeinheiten stabilisieren, damit die Wassertemperatur konstant bleibt. Ich habe Ihr Gespräch zufällig mitbekommen. Vielleicht helfen Ihnen diese Pläne für Wärmestabilisatoren. Das ist fantastisch. Die Kolonisten, meine Schwester, werden überglücklich. Ich verstehe nur nicht, warum du plötzlich solche... Kein Problem. Hören Sie, das Arschloch ist jetzt in Haft. Ihn zu töten bringt niemand mehr. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Dann wollen wir... Wenn ich der Arzt wäre, dann würde ich den Stecker ziehen. Zur Bank und so weiter. Nee, da wollen wir nicht hin. Spectre-Status erkannt. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Einen Moment. Ich bin gerade am Überlegen, wo war nochmal das Spectre-Terminal? Ich glaube hier, ne? Ankunft bei den Präsidiumsbotschaften. Ja, da oben. Nicht der einzige Spectre hier jetzt nur noch, oder was? Oh Gott, medizinische Vorräte. Medizinische Vorräte, die ursprünglich für besetzte Gebiete gedacht waren, wurden zur Citadel umgeleitet, weil die Reaper-Invasion die Auslieferung unmöglich gemacht hat. Die Vorräte stehen derzeit in den Docks unter Verschluss, können aber mit einem Spectre-Befehl dem Huerta-Krankenhaus übergeben werden. Genehmigung für zivile Miliz. C-Sicherheit hat beantragt, eine zivile Miliz aufzustellen, die die Citadel im Falle eines weiteren Angriffs verteidigen soll. Viele C-Sicherheitsofficer glauben, das würde die Citadel wehrhafter machen und die Moral stärken. Aber es fehlt an Geld und der erforderlichen Genehmigung. Ein Spectre-Befehl würde es C-Sicherheit ermöglichen, mit der Ausbildung freiwilliger Zivilisten zu beginnen, finanziert durch Gelder, die eigentlich als Bonus für Führungskräfte gedacht waren. Überwachungsfreigabe. C-Sicherheit hat mehrere Überwachungsgenehmigungen angefordert, um Beweise gegen Cerberus-Informationen auf der Citadel zu finden. Officers haben öffentliche Überwachungsfeeds angezapft, haben aber keinen legalen Zugriff auf private Aufnahmen. Ein Spectre-Befehl würde es C-Sicherheit ermöglichen, Überwachungsfeeds von Geschäften anzuzapfen, ohne die Zivilbehörden informieren zu müssen. Let's go. Aufenthaltsort des batarianischen Patienten. Ein batarianischer Patient namens Borek befindet sich in einer provisorischen Klinik in dem Flüchtlingslager in Andockbuch E24. Er hat schwere, nicht einzeln aufgeführte Verletzungen. Das Huerta-Krankenhaus hat Schmerzmittel verabreicht, aber es gibt keine langfristige Behandlung.
batarianische Hegemonie verweigert die Akteneinsicht. Es gibt daher keine Daten über Gorek vor seiner Ankunft auf der Citadel. Batarianische Zugangscodes. Mit Spectre-Zugangscodes können Standardsicherheitsprotokolle umgangen und diplomatische Nachrichten oberster Stufe nachverfolgt werden. Die Position von Konsolen, auf denen verdächtige Codes eingesetzt werden, wird auf das Universalwerkzeug des Spectres hochgeladen und zum leichteren Auffinden markiert. Sehr gut. Shepard, was verschafft mir die Ehre? Reden wir über die Freilassung von Jonas Averis. Sie auch. Jemand hat den Rat dazu gebracht, sie freizulassen. Ich verzögere das gerade. Was haben Sie damit zu tun? Das ist geheim. Sagen Sie doch gleich, dass es mich nichts angeht. Ich lasse diese Psychopathin jedenfalls nicht frei. Sie ist instabil und ganz klar eine Bedrohung. Warum halten Sie sie für verrückt? Sie war eine üble Sadistin, bis sie ergriffen wurde. Die Haft hat sie völlig wahnsinnig gemacht. Vielleicht hilft ihr die Freiheit. Sie wütet rund um die Uhr, Shepard, und verlangt den Tod aller Feinde von Eclipse. Nein, in Freiheit würde sie töten, sonst nichts. Ich will zu ihr und das selbst beurteilen. Klar, Sie geben mir bestimmt recht. Vielleicht hört dann der Rat auf Sie und setzt den Befehl aus. Mein Assistent im C-Sicherheit-Bezirksaußenposten stellt den Kontakt zu Sedaris her. Danach melden Sie sich wieder. Mhm. Dann brauchen wir einmal Andockbuch E24. Spectre-Status erkannt. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Einen Moment. Docks, Wartebereich. Ankunft in Andockbucht E24. Sehr gut. Ich muss begreifen, was diese Flüchtlinge durchgemacht haben. Können Sie mich nicht reinlassen? Moment. Sind Sie nicht Commander Shepard? Dokumentarfilmer. Bitte, Sie können mir vielleicht helfen. Ich möchte die Geschichten der Flüchtlinge auf der Citadel dokumentieren. Ihren Verlust, ihre Opfer, ihre Momente der Tapferkeit. Hindert Sie denn etwas daran? C-Sicherheit lässt mich nicht in die Docks, weil ich ein Störfaktor sei. Aber Sie könnten ein paar Aufnahmen für mich machen. Hier im Präsidium gibt es auch viele Überlebende des Krieges. Dieser Ort ist sicher, sauber. Die Menge, die bei den Docks festsitzt, hätte eine viel größere Wirkung. Wir müssen einander helfen. Diese Dokumentation soll schockieren, damit die Leute aktiv werden. Gute Idee. Die Galaxie sollte sehen, was diese Flüchtlinge durchgemacht haben. Danke, Commander. Das ist genau das, worauf ich hoffe. Machen Sie mit Ihrem Universalwerkzeug ein paar Aufnahmen im Flüchtlingslager. Ich warte hier auf Sie. Ah, okay. Sie können die Leute nicht abreißen. Doch, das können wir. Sagen Sie Ihren Freunden, sie sollen ihr Schiff aus der Andockbucht manövrieren. Warten Sie bitte. Meine Familie ist an Bord. Lassen Sie sie landen. Ich bezahle auch dafür. Es geht nicht um Geld. Die Bezirke können keine weiteren Flüchtlinge mehr aufnehmen. Wir haben einfach keinen Platz. Vorhin haben Sie Asari reingelassen. Da hatten wir noch Platz. Wo soll meine Familie denn hin? Ich weiß es nicht, okay? Können Sie nicht doch noch ein paar Leute mehr unterbringen, Officer? Und wer zum Teufel sind Sie? Oh, Commander Shepard. Wenn Sie dieser Ansicht sind, dann werde ich einen Platz für Sie finden. Ja, bitte. Eine Familie kann also andocken. Commander Shepard hat Ihrer Familie die Freigabe erteilt. Aber Sie sollen sich beeilen. Ich danke Ihnen. Ja, kein Problem. Tut mir leid, aber das ist nicht ganz das, was mir vorgeschwebt hat. Ja. Das ist genau das, was diese Dokumentation braucht. Immer dieselben Fotos irgendwie, ne? Ich glaube nicht, dass das zur Stimmung der Dokumentation passen wird.
Was? State Arms. Denkt an die Pfeiler der Stärke. Unser Volk aufrechterhalten. Blutdruck in Ordnung. Bis jetzt keine Infektion. Kann ich mit ihm reden? Nur wenn es wichtig ist, Commander. Es geht ihm sehr schlecht. Ich reduziere das Sedativ ein wenig, aber beeilen Sie sich. Seine Überlebenschancen stehen 50-50. Sind Sie Gorek? Gehen Sie. Gibt nichts zu sagen. Auch nicht, was ein Terrorist auf der Citadel macht? Sie! Kenne ich Sie? Jeder Batarianer mit Verbindung zu Arathoth kennt Ihr Gesicht. Der Planet, den die Alpha-Portal-Explosion zerstört hat. Sie haben meine Kolonie ermordet, leider. Bin ich zu schwach? Also ermorden Sie einfach Leute. Wie viele haben Sie ermordet? Tun Sie bloß nicht so unschuldig. Sie... Ich hab alles gemacht. Ich hatte Schuldgefühle. Ich habe eine Kolonie zerstört. Ich dachte an die Opfer und daran, dass ich sie nicht rechtzeitig warnen konnte. Ich hatte letztlich keine Wahl. Aber es tut mir wirklich aufrichtig leid. Wenn Sie das so bedauern... Wenn Sie Schuldgefühle haben, seien Sie barmherzig. Stellen Sie die Maschine ab. Ich will zu meiner Familie. Okay. Sehr cool. Was machst du? Krass, ey. Ich warte. Hier ist aber was los. Ich glaube, es sollte sich mehr auf die Flüchtlinge konzentrieren. Wir werden kommen, sobald sie können. Ausgezeichnet. Das wird die Aufmerksamkeit der Leute erregen. Danke, Commander. Ich denke, wir haben jetzt genug Aufnahmen. Ich brauche Unterstützung. Jemand hat die Medigel-Spender sabotiert und ich habe hier unten so einen Idioten, der von Cerberus predigt. Nein, ich habe C-Sicherheit verständigt. Sie sagen, es hätte keine Priorität und wäre nicht wichtig. Ich hingegen finde es schon wichtig, wenn mir turianische Soldaten wegsterben, weil ich sie nicht versorgen kann. Ich brauche Unterstützung. Jemand hat die Medigel-Spender sabotiert und ich habe hier unten so einen Idioten, der von Cerberus predigt. Nein, ich habe C-Sicherheit verständigt. Sie sagen, es hätte keine Priorität. Lana Vasco. Okay, das ist der... Jetzt glaube ich von den Blue Suns, wenn ich mich nicht irre. Haben Sie eine Kopie einer Shepard VI? Meinen Sie die auf Basis des Kriegshelden? Wir haben sie gesperrt, nachdem ein Kind Limonade über der Hardware verschüttet hatte. Ich schalte sie frei, aber lauffähig ist nur die Demo-Version. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Commander Shepard, Allianz Navy. Das Extranet sagt, Sie gehören zum Allianz-Militär. Passen Sie da draußen auf sich auf, Officer. Es gibt nichts, was diese Galaxie nicht besiegen kann, wenn wir alle zusammenhalten. Ja. Wow. Arya hat nicht geflunkert. Der große Commander Shepard an einer Leine. Ich habe eigene Gründe, dass ich hier bin, Voske. Aber natürlich. Wie auch immer, sagen Sie ihr, ich sei beeindruckt. Aber um Geschäfte zu machen, muss erst mein kleines Problem gelöst werden. Und das wäre? Ein turianischer General namens Oraka hat es auf die Blue Suns abgesehen. Er beschwert sich massiv über unsere Aktivitäten in diesem Sektor. Sobald Oraka tot ist, kann Arya über meine Leute verfügen. Das heißt, er will, dass ich den töte.
Hinter Urakas Beschwerden steckt doch bestimmt mehr. Wir machen lediglich kleine Überfälle entlang der Handelsrouten. Mit Arias Zustimmung übrigens. Uraka ist nichts als ein militärisches Fossil, das aus dem Ruhestand zurückgekehrt ist, um die glorreichen Tage wieder aufleben zu lassen und seine Existenz zu rechtfertigen. Sein Verlust schadet ihrem Krieg nicht. Aber die Dienste der Blue Suns, nun, sie wissen ja, wie wir arbeiten. Sie glauben wirklich, ich würde einen turianischen General liquidieren? Arya scheint es zu glauben. Warum hätte sie sie sonst hergeschickt? Sie kannte den Preis. Klären Sie das untereinander. Na toll. Und, sagen Sie Arya, dass ich immer noch mit ihrem blauen Hintern in meinem Bett rechne. Harter Typ. Was gibt's denn, Shepard? Wussten Sie davon? Könnten Sie etwas präziser sein? Dana Voske erwartet, dass ich General Uraka töte. Wen interessiert, was Voske will? Uraka muss doch nur damit aufhören, seine Aktionen zu stören. Ich dachte, wenn Sie mit Uraka reden, können Sie ihn dazu bringen, dass er sich zurückzieht. Und wenn er nicht vernünftig wird, rufen Sie mich und ich kümmere mich darum. Sie müssen es nicht beschönigen, Arya. Ach, Shepard, Sie glauben mich zu kennen, hm? Ich begreife nur nicht, warum Sie mir die Einzelheiten nicht selbst sagen konnten. Weil Voske Sie persönlich sehen musste, um zu erkennen, mit wem er es zu tun hat. Außerdem könnte ich es nicht ertragen, wenn mir der Dreckskerl nochmal auf die Titten starrt. Dann würde ich ihn nämlich umbringen. Ja, er hat erwähnt, dass ich mit ihm schlafen werde. Wir haben alle unsere Wahnvorstellung. Offensichtlich. Mistkerl. Hey. Hey, Commander. James, amüsieren Sie sich? Verlieren Sie nicht alles. Diese Kleidung gehört der Allianz. Etwas mehr Vertrauen, Commander. Ein bisschen habe ich durchaus. Ach, James. Ich weiß es nicht. Ich glaube, diese Credits gehören mir. Außer die Reaper. Uiuiui. Haben Sie schon mal gesehen, wie groß die Dinger sind? Ich glaube, diese Credits gehören mir. Während die Allianz schwere Verluste hinnehmen muss, haben kroganische Truppen den Turian. So, wo haben wir denn den? In Turiana. Conrad Werner. Oh, den kenne ich doch noch. Cerberus braucht ihre Hilfe. Oh nein. Und wenn Cerberus für Commander Shepard gut genug ist, dann sollte es das auch für uns sein. Nein. Ach, das darf nicht wahr sein. Commander Shepard, ich bin's. Conrad Werner. Schön, Sie wiederzusehen. Ich bin jetzt auch bei Cerberus. Ja, toll. Conrad, Cerberus wollte gerade den Rat töten. Ich arbeite nicht für die. Oh nein. Ich hab's wieder verbockt, oder? Ja. Danke, dass Sie nicht wieder auf mich geschossen haben. Es tut mir leid, falls ich Sie je ungerechtfertigt beschuldigt habe. Ich war im Stress. Ich hab gehört, die Medigel-Spender wurden sabotiert. Waren Sie das? Was? Nein. Cerberus wollte nur, dass ich bei der medizinischen Station rekrutiere. Die während ihres Ablenkungsmanövers sabotiert wurde. Oh, Moment. Warten Sie. Oh nein. Ich kümmere mich darum. Sie tun gar nichts. Okay. Aber ich könnte Ihnen helfen, bei was auch immer Sie gerade nicht für Cerberus tun. Ich baue ein proteanisches Gerät mit dunkler Energie, um die Reaper aufzuhalten. Können Sie dabei helfen? Naja, ich habe über Xenotechnologie und die Integration von dunkler Energie promoviert. Wirklich? Ja, vielleicht finde ich sogar noch ein paar alte Tech-Pläne, die Ihnen beim Bau helfen könnten. Moment, ein alter Kontakt von mir. Ach komm schon, Hossel, hilf mir! Tut mir leid, er hat Angst. Hossel? Gavin Hossel, der Tech-Forscher? Ich habe ihm mal einen Gefallen getan.
Sagen Sie ihm, es sei für mich. Ich wusste nicht, dass Sie beide sich kennen. Das Universum ist ein Dorf. Okay, er schickt die Pläne. So schnell geht's. Oh je, ein uralter Asari-Dialekt. Wir brauchen viele Vergleichsquellen, um das zu übersetzen. Würde diese Sammlung von matriarchalen Texten helfen? Ja, das würde sie. Okay, die Autoübersetzung läuft. Mal sehen. Oh nein, die Technologie ist patentgeschützt. Ich kann auf die Pläne nicht zugreifen. Nicht ohne eine Lizenz von Elkos Combine? Woher haben sie? Egal, das ist toll. So, hier bitte. Hoffentlich hilft das bei ihrem dunklen Energiegerät. Und viel Glück mit den Medigil-Spendern. Ich warte einfach mal hier. Und ich fasse auch nichts an. Besser ist. Plus zwei abtrünnig, was? Dissertation über. Hey. Okay. 4 Punkte. Panzerbrechende Munition. Machen wir mal. Logbuch. Missionsüberblick. Milanest. Hades Nexus. Proteanische Sphäre. Citadel. Das ist auch so viel, ne? Wir sind ja noch auf der Citadel, wenn ich mich nicht irre. Ist das die Citadel? Ich glaube ja. Ja, sieht so aus. So, was haben wir denn? Nicht M. Ich muss einmal ins Logbuch. Was haben wir denn noch zu tun? GX Terror. Chief Engineer Adams hat ein GX-12 Terror angefordert, um die Triebwerke der Normandy sicher zu machen. Finden Sie eines auf der Citadel und bringen Sie es zu ihm. Haben wir, glaube ich. Cerberus Verschlüsselung. Ein C-Sicherheitsoffizier benötigt 8 Fälle Verschlüsselung, um die Codes von Cerberus zu knacken. Die Frage ist, haben wir die? Reaper-Code-Fragmente. Eine Kriegsstrategin der Asari benötigt Fragmente von Reaper-Code, um feindliche Bewegungen vorherzusagen. Finden Sie ein Reaper-Code-Fragment? Okay. Silient Naval. Silient Naval. Chemische Behandlung. Ein Arzt nach einer Behandlungsmethode für einen Patienten mit chemischen Verbrennungen. Finden Sie einen Behandlungsplan und bringen Sie ihn ins Huerta-Krankenhaus. Okay. Das Spectre Terminal. Das war. Wir sind. Wo sind wir denn hier überhaupt gerade? Achso, ja, hier sind wir bei den. Logs, okay. Wir gehen mal zum Spectre Terminal. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Einen Moment. Ich glaube, da war das, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ups. Sicherheit. Ah, hier. Spectre-Status erkannt. Achso. Haben wir schon. Logbuch. Filmregisseur Solik, was sucht nach Aufnahmen für einen Film, der die Moral für die Kriegsbemühungen heben soll? Findet geeignete Aufnahmen. Okay, das haben wir schon gemacht. Warum wird hier eigentlich kein Status der Quest angezeigt? Das ist voll doof. Batterianische Codes. C-Sicherheitsaufnahme. Jordan Knowles. Also, das ist der Schießstand, ne?
Mr. Jones. Das ist aber nicht Mr. Jones, das ist Commander Bailey. No. Kann man hier wichtige Personen sehen? Commander Bailey. Okay, Labor. Okay, das ist Purgatory. Ernest. James. Machen wir die Bucht. Was keine. Herr, wo ist denn der? James. Das ist, hier ist ja nix. Egal, gehen wir mal zu Normandy zurück und gucken mal, ob wir tatsächlich wieder noch ein paar Sachen erstmal suchen müssen. Warum auch immer auf dem Fahrstuhl Inspektor-Status erkannt werden muss, aber. Ankunft in Anlassbucht D24. Ich habe die Anweisungen für Sie erhalten, Private. Und werden Sie informieren, bevor der Zug. Ein Freund von mir war Sicherheitsfachpersonal. War. Der Planet hat geringe Gravitation und eine toxische Atmosphäre. Ma'am, ein Freund von mir war Sicherheitskraft bei Sonax. Und es gab auf Garuk mit Sicherheit proteanischen Tests. Mit Sicherheit. Zurück zu Normandy. Jo. Wollen wir. Dann müssen wir einmal zum Techniker auf dem Maschinendeck, wenn ich mich nicht irre. Shepard Anderson ist auch in der Leitung. Ich habe ihn gerade informiert. Udina? Er war schon immer machthungrig. Aber das... Cerberus hat ihn nur benutzt, um die Kontrolle über die Citadel zu übernehmen. Verdammt, wozu denn? Das weiß ich noch nicht. Es hätte schlimmer sein können. Shepard hat den Mordversuch an Ratsherrin Eschiel verhindert. Kai Lang. Was? Ihr Attentäter. Hackett schickt Ihnen meine Berichte über ihn. Kurzfassung, Vorsicht. Hey Lang. Sie beide kennen sich wohl. Kenny Sanders und ich sind ihm ein paar Mal begegnet. Ich habe ihm in beide Beine geschossen und dachte, das war's. Aber er ist auf Omega noch stärker wieder aufgetaucht. Eine Aktion des Unbekannten? Vermutlich, wenn man bedenkt, was er mit Ihnen und Grayson gemacht hat. Lang ist jetzt bestimmt noch gefährlicher. Gegen diese Mistkerle nutze ich jeden Vorteil. Ihre Aktion hatte zumindest einen unerwarteten Nebeneffekt. Die Asari-Ratsherrin hat mich kontaktiert. Sie wollen aktuelle Informationen über den Tiegel. Lang hat sie verängstigt. Schicken Sie Hilfe? Ja, sowohl Asari als auch Salarianer unterstützen uns jetzt. Wie sind die Fortschritte beim Tiegel? Gut. Wir schätzen, dass etwa 50% der bekannten Arbeit daran getan ist. So schnell? Die Pläne sind so angelegt, dass unsere Wissenschaftler nach der Entschlüsselung die Informationen problemlos übersetzen können. Es ist nicht Proteaner-spezifisch. Wissen wir schon mehr darüber, wie man ihn einsetzt? Das ist noch unklar. Unsere Wissenschaftler sind sich aber einig, dass der korrekte Einsatz genügend Energie zur Vernichtung der Reaper erzeugt. Die Frage ist, wie und in welcher Form die Energie freigesetzt wird. Also, wie wir verhindern, dass wir alle mit draufgehen? Genau. Wir glauben, dass der Katalysator der Schlüssel zur Ausrichtung der Energie ist, sodass sie nur die Reaper trifft. Ich arbeite dran. Sie finden die Antwort, Shepard. Ich schicke Ihnen die aktuellen Pläne. Und wir bauen inzwischen weiter. Und wir kämpfen weiter. Damit es danach überhaupt noch eine Erde gibt. Ich lasse Sie nicht im Stich. Nee, vertrauen Sie mir. Ich lasse Sie nicht im Stich. Wir sind noch da. Die Kriegsgötter haben uns noch nicht aufgegeben. Viel Glück Ihnen beiden. Anderson Ende. Commander, die Torianische Flotte ist ausgedünnt. Wir brauchen mehr Schiffe. Und die Quarianer sind gesprächsbereit. Verstanden. Ich kümmere mich darum. Oh, die Quarianer. Aber Vorsicht! Die Lage entlang der Geth-Grenze ist instabil. Hackett Ende. Okay. Quarianer. Shepard, es ist vielleicht der falsche Zeitpunkt, aber ich...
Ein Kontakt im Asari-Oberkommando wollte, dass ich ein Notsignal an Sie weiterleite. Kommen die damit nicht klar? Sie haben schon mehrere Elite-Trupps hingeschickt, aber keiner davon ist zurückgekommen. Sie haben zwar nicht gefragt, aber das Oberkommando hofft wohl auf Ihre Hilfe. Was halten Sie davon? Sie würden nichts sagen, wenn es nicht wichtig wäre. Ich brauche mehr Informationen. Alles okay, Liara. Nicht nach den Vorfällen auf der Citadel. Wir sollten später darüber reden.